Wir erinnern an dem Gedenkstein vor der Kirche an das Wirken von Pater Richard Henkes. Ein von der Kirchengemeinde Robach-Goldhausen mitgebrachter Buchsbaum wird gemeinsam von den Pfarrern und den Bürgermeistern gepflanzt. Liebe Freunde aus Strauwitze, liebe Mitreisende aus Robach-Goldhausen und liebe Freunde von Pater Richard Henkes. Ich möchte die Gelegenheit hier heute nutzen, als Ortsbürgermeister von Robach-Goldhausen und am Gedenkstein von Pater Richard Henkes, meinem Großonkel, erstmal die Grüße der Ortsgemeinde Robach-Goldhausen zu übermitteln. Es ist mir ein besonderes Anliegen, heute hier an dieser Stelle ein paar Takte zu reden über Pater Richard Henkes und über die aktuelle Situation, wie sie sich heute darstellt. Wir haben heute ein weiteres Mal für die Seligsprechung, für die baldige Seligsprechung von Pater Richard Henkes gebetet. Und das ist besonders wichtig. Pater Richard Henkes war zu seiner Zeit ein Stück weit voraus. Er war nämlich eigentlich überzeugter Europäer in einer Zeit, wo es noch gar kein Europa gab. Er hat für Europa gekämpft und deswegen möchte ich heute dazu aufrufen, in Erinnerung an Pater Richard Henkes, an unseren gemeinsamen Freund, an unseren gemeinsamen Friedensstifter, alle dazu aufrufen, gemeinsam für Europa zu kämpfen. Wir alle können keine Weltpolitik betreiben, aber wir können hier im Kleinen vor Ort damit anfangen, Grenzen zu überwinden. Ob Tscheche, ob Deutscher, ob Hulschiner, ob Westerwälder, ob Oberschlesier, es ist eigentlich egal, denn wir sind alle Europäer. Auch ich möchte mich also bei dieser Gelegenheit an euch wenden. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, und das haben wir heute auch bei der Messe gehört, also was Heiligen Geist betrifft, also ich bete auch zum Heiligen Geist und ich möchte hier sagen, dass in der Zeit, wo wir uns treffen, egal ob das jetzt in Strachowice ist oder in Ruppach, ich habe so ein schönes Gefühl dabei und ich soll es bezeugen, dass sie heute Gänsehaut hat, also es kommt nicht nur von dem Wind, also sie fühlt sich gerührt, dass wir hier in so einer Gemeinschaft sind. Ich bin davon überzeugt, dass Pater Henkes uns zuschaut und dass er das sieht, das, was wir für unsere Gemeinschaft und für unsere Freundschaft alles tun und dass wir alle dafür beten, dass er heilig gesprochen wird. Ich würde gerne auch im Namen von Strachowice, Gemeinde Strachowice, zu seiner Ehren diesen kleinen Blumenstrauß auch dazu legen. Also ich wünsche allen einen schönen Tag.